Allein das Licht Gottes kann ewige Glückseligkeit bringen. Mittwoch, 18. Dezember 2013, 16.40 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, der Anfang ist ohne Ende. Wenn das Leben erst einmal von meinem Vater erschaffen worden ist und wenn der Mensch erst einmal seinen ersten Atemzug tut, wird er bis in alle Ewigkeit im Leib und dann in der Seele existieren. Das größte Geheimnis des ewigen Lebens besteht darin, dass es existiert, ob der Mensch es wählt oder es nicht wählt. Dem Menschen ist das Geschenk des freien Willen gegeben worden, und bis zum Tag seines letzten Atemzuges auf Erden hat er eine Wahl. Er kann sein Leben leben, so gut er kann und nach den Geboten Gottes, und sein Heil verdienen. Oder er kann die Wahrheit von Gottes Existenz verspielen und sein Leben nach seinem eigenen Belieben leben. Wenn er seine eigenen Begierden, seine Gier und seine Wünsche im Widerspruch zum Wort Gottes befriedigt, geht er schreckliche Risiken ein, welche Konsequenzen für die Ewigkeit haben werden. Diejenigen, die das Glück haben, die höchstherrliche Erlösung zu erlangen, werden ein ewiges Leben der Verzückung in Gottes Reich leben. Sie werden jede Form von Herrlichkeit in Einheit mit dem Willen Gottes genießen und sie werden eine vollkommene Existenz leben, die niemals enden wird. Diejenigen, die die Wahl treffen, Gott den Rücken zukehren, selbst wenn von mir alle Anstrengungen unternommen worden sein werden, ihre Seelen zu retten, werden auch eine ewige Existenz haben. Bedauerlicherweise werden sie eine schreckliche Qual ertragen in einsamer und verzweifelter Trostlosigkeit. Auch sie werden auferstehen, zugleich mit den Lebenden und den Toten, aber ihre Existenz wird eine schmerzhafte sein, da sie niemals das Licht Gottes sehen werden. Allein das Licht Gottes kann ewige Glückseligkeit bringen. Wenn ihr euren letzten Atemzug auf Erden tut, bedeutet das einfach, dass ihr dann in die nächste Etappe eurer Reise in die Ewigkeit mitgenommen werdet. Es gibt nur einen Weg zu nehmen, und das ist der eine, auf dem ihr zu mir kommt. Jeder andere Weg wird euch in eine schreckliche Existenz führen, und doch glauben viele ihre geführte Seelen, dass sie die Wahrheit kennen, wenn sie die Existenz der Ewigkeit zurückweisen. Ihr dürft niemals die Wahrheit ablehnen, denn allein die Wahrheit kann euch ewiges Heil bringen. Euer Jesus.